Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zum letzten Kampf des heutigen Abends. Wir haben hier Serana gegen Zealot, die Bruderschaft gegen die Minutemen. Quasi werden wir jetzt hier erleben, wer der richtige, wahre Sieger ist. Minutemen oder Bruderschaft. Wir kommen auch mal auf die Details zu. Serana hat 550 Leben, 21 bis 26 Schaden, Erstschlag von 1. Der kritische beträgt 30% und die DPS, wenn man alles zusammenzählt, hat sie 30. Die Ausweichchance ist 4%, ihre Katze ist nutzlos. Und da kommen wir zu Zealot, der 556 Leben hat, weil er noch nicht Stufe 50 ist. Wenn er Stufe 50 wäre, hätte er jetzt genau 600 Leben. Vielleicht würde es ihm nächste Woche helfen, wenn er es schafft, am Mittwoch im Livestream auf Level 50 zu kommen, dass er da ein bisschen mehr Leben gegen Ehrengardist hat. Immerhin hat er dann mehr Leben, als ich es hatte. Wer weiß. Kommen wir mal zu seinen anderen Sachen. 20 bis 24 Schaden, Erstschlag von 7, das heißt Zealot beginnt. Crit von 30%, DPS 33 insgesamt und Ausweichchance ist 4%. So viel dazu. Das wird ein recht längerer Kampf, weil die beiden viel, 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 viel Leben haben, dafür aber wenig, 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 wenig Schaden. Deswegen dauert das höchstwahrscheinlich jetzt ein bisschen länger. Aber wir gucken mal. Übrigens, unten links bei Serana, da bei E, da muss eigentlich noch ein bisschen mehr sein. Ich habe hier die falsche Rüstung angelegt, als ich das Foto gemacht habe. Habe ich jetzt gerade erst gemerkt. Eigentlich hat sie ein bisschen mehr E. Aber das Leben stimmt, keine Sorge. Gut, fangen wir an. Würde ich sagen. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Damit beginnt Zealot direkt mit einem kritischen. Ich denke mal, das wird ein recht knappes Rennen. Je nachdem, ob Serana ein paar kritische raushaut, ob die beiden vielleicht doch nochmal ausweichen, weil 4% ist nicht wirklich viel, muss man dazu sagen. 4% ist so gut wie gar nichts. Aber da es ein langes Spiel ist, haben die Jungs auch mehr Chance, auch mal auszuweichen. Weil bei 100 Runden kann man bestimmt viermal ausweichen. Das heißt, bei 50 Runden zweimal und bei 25 Runden mindestens einmal. Das heißt, Jungs, ihr schafft das. Ihr kriegt das hin, ihr müsst auch mal ausweichen können. Wie wir sehen, sehen wir derzeit einfach nur normale Schäden. Zealot macht derzeit im Durchschnitt viel, viel, viel mehr Schaden als Serana. Das ist nicht gut für Serana, es sei denn, sie macht natürlich einen kritischen. Derzeit ist das Leben von den beiden noch gleich auf. Das heißt, wenn Zealot diesen kritischen nicht gemacht hätte. Das heißt, Serana ist jetzt knapp 100 hinten, weil Zealot endlich mal ausgewichen ist. Das sieht nicht gut aus für Serana, aber auch Serana kann das ganze Ding noch reißen, indem sie selber ausweicht und nochmal ein paar kritische hinterher wirft. Da haben wir schon mal den Ausweich, das heißt, sie hat jetzt die Chance zu kontern und nochmal das Leben auf eine Ebene zu bringen. Aber bisher sehe ich keinen weiteren kritischen. Einen kritischen hatte sie erst. Zealot hatte schon zwei, was so viel bedeutet, dass Zealot klar im Vorteil ist. Mittlerweile sind es schon 150 Leben im Vorteil. Jetzt wird es immer mehr. Der Abstand wird immer größer, immer größer. Kann Serana es noch reißen? Da haben wir einen kritischen. Das Leben nähert sich wieder aneinander. Wenn jetzt noch einer ausweicht, könnte es sogar das ganze Spiel beeinflussen. Derjenige, der jetzt noch krittet oder ausweicht, gewinnt dieses Match, es sei denn, der andere kontert. Da, Zealot hat den Crit rausgehauen, 98 Leben bleiben Serana noch. Ich bin gespannt, ob sie das Ding noch drehen kann. Das wäre doch das Highlight dieser Woche. 66 Leben bleiben nur noch. Sie schlägt jetzt auf Zealot zu, macht einen kritischen, 93 Leben hat Zealot noch. Jetzt muss Serana aber ausweichen. Nein, sie wurde direkt mit einem kritischen ins Jenseits befördert. Das ist Pech. Wie wir sehen, hat Zealot weitaus mehr kritisch gelandet. Das ist aber nicht irgendwie Skill, das ist einfach nur pures Glück. Denn Zealot hat es tatsächlich geschafft, vier kritische zu landen. Vielleicht hätte Serana jetzt auch nochmal einen kritischen gelandet und hätte das ganze Ding noch drehen können. Aber leider ist es dazu nicht gekommen. Wir gehen direkt auf unser schönes Tabellenformatchen, was ich gerade nicht sehen kann, aber egal. Wie wir sehen, oder ihr seht, Zealot, du kommst weiter und es tut mir leid, Serana, du bist weg. Somit haben wir einen Gegner gegen Ehrengardist, es ist Zealot gegen Ehrengardist. Nächste Woche seht ihr das Match und ich bin schon ganz gespannt, wie es nächste Woche ausgeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das kleine Turnier gefallen. Nächste Woche gibt es nochmal mehr und wenn der Gewinner feststeht,
Dann sage ich euch Bescheid. Übrigens, als Prämien, falls ihr es noch nicht wusstet, jetzt hier im Viertelfinale haben alle Teilnehmer, die da drin gelandet sind, eine Wohnung in Starbound bekommen. Das heißt, mein nächstes Projekt wird auf jeden Fall Starbound. Und da haben die Viertelfinalisten eine Wohnung, die Halbfinalisten kriegen eine Luxuswohnung und die Finalisten bekommen Modrecht und der Sieger bekommt einen Joker, in dem er sich was wünschen kann. Das war's genau. Ich sehe gerade die Tabelle nicht vor mir, deswegen. Gut, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.